Hello? New York? I'm still waiting for your decision. What do you say? Cheaper? Impossible. Moment bitte, please. Wer spricht? Helsinki? Ah, Herra Hakkulainen, ja kuinka voitte? Kiitos paljon, minä olen hyvin ja kaikki menekö hyvin siellä myös. Ja mitä? 200,000 markkaa? Ei se liian paljon. No näin me puhumme ensi viikolla. Kiitos paljon, näkemin, tschüss. Telegram an Cortes und Velasquez in Lima. Rücktrittel Auftrag Brighton Lieutenant von Santiago, okay. Ja gut, Herr Direktor, sonst noch Wünsche? Danke, das wäre alles. Wo bleibt denn Neapel? So lange kann diese Verbindung doch nicht dauern. Ach, der ist ja auch noch da. Hello? Okay, it's a deal. We'll send the papers. Okay, all right. Wollen Sie mich bitte daran erinnern, Fräulein Schmidt? Ja, das will ich, Herr Direktor. Dürfte ich Sie gleichzeitig daran erinnern, dass Ihr Kollege Waluschek jeden Moment zur Tür reinkommen kann? Na, soll er doch. Kann er wenigstens sehen, was er für einen vielseitigen, sprachgewandten Mitarbeiter in Maya 4 hat. Man merkt, dass Sie bereits in Urlaubsstimmung sind. Ja, das bin ich. Brrr! Oh, Neapel? Na, endlich! Oh, Signor Direttore Forlini! Come sta? Sì, grazie. Grazie, signor direttore. Tutto bene, anche io. Sì, sì, sì. Un momento, per favore. Un momento, per favore. Buchen Sie bitte einen Flug nach Nizza, Rom, Karachi. Mit Rückflug über Colombo, Tokio. Für Donnerstag. Dankeschön. Was wollen Sie denn in Karachi? Oh, Herr Direktor, entschuldigen Sie, es war nur ein Scherz. Ich will ja gar nicht nach Karachi. Nicht? Nein. Aha. Wer sind Sie denn überhaupt? Was suchen Sie hier? Auslandskorrespondent Meyer, Herr Direktor. Welcher Meyer? Meyer 4. Englisch, Italienisch und Finnisch. Außerdem besuche ich die Abendschule. Ich lerne ja... Japanisch lerne ich noch dazu. Das ist sehr lobenswert von Ihnen. Aber wie wäre es, wenn Sie sich jetzt wieder an Ihren Arbeitsplatz begeben würden, ja? Sehr wohl, Herr Direktor. Okay. Brauchen Sie meine Brille unbedingt? Entschuldigen Sie. Danke sehr. Bitte schön. Sagen Sie mal, dieser Meyer 3. Meyer 4. Naja, ist ja egal. Da hat sie wohl nicht alle wen. Er ist ein sehr zuverlässiger Angestellter, Herr Direktor. Also schwamm drüber. Sicher kein unebener Mensch. Aber das Format von Meyer 3 hat er nicht. Das Gehalt von Meyer 3 hat er auch nicht. Wohl befreundet mit ihm, wie? Ja. Und ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Von mir aus können Sie mit ihm selig werden. Oh, danke. Aber im Moment wollen wir nur zusammen in Urlaub gehen. Wann? Na, morgen. Morgen? Das ist mir aber sehr unangenehm, wo ich so viele ausländische Kunden erwarte. Aber es war doch schon alles besprochen. Ja, ja, ich weiß, Fräulein Schmidt. Aber ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar, wenn Sie mich in der nächsten Zeit nicht im Stich lassen würden. Oh, wir hatten doch schon alles bestellt und uns so drauf gefreut. Wer wir? Ach so, Sie und der Herr Meyer 4. Ja, 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 ja. Wir wollten nach Italien. Italien, Italien? Müssen Sie denn jede Mode mitmachen? Fahren Sie im Herbst nach Mallorca. Das ist genauso überlaufen. Also. Ich gebe Ihnen 2 Tage zusätzlich, ja? Ja? Ja, ich kann Sie natürlich nicht zwingen. Bitte, kann ich... Ich möchte mit Fritz... Ich möchte mit Herrn Meyer doch lieber noch mal drüber sprechen. Ja, tun Sie das, aber erst in Ihrer Freizeit. Oder von mir aus tun Sie es gleich. Nur vergessen Sie nicht, dass ich eins von Ihnen erwarte. Werkstreue. Werkstreue. Dass ich nicht lache. Der Tee, Herr Meyer. Oh, danke schön. Danke, Frau Wien. Soll Frau Wimmer dir noch eine Kleinigkeit machen? Nein, nein, ich habe schon zu Hause gegessen. Okay. Ich kann dir leider auch nichts daran ändern. Und ich habe mich so darauf gefreut. Unser erster gemeinsamer Urlaub. Aber nicht unser letzter. Wir werden es Weihnachten nachholen. Weihnachten? Mach doch nicht so ein trauriges Gesicht. Soll ich vielleicht singen vor Freude? Glaub mir, ich ärgere mich genauso wie du. Also, wenn du nicht fährst, fahre ich auch nicht. Aber natürlich fährst du. Ohne dich macht mir das Ganze gar keinen Spaß. Das war ihm sehr, sehr lieb von dir. Aber weißt du, ich habe mir alles ganz genau überlegt. Du fährst, erholst dich gut und ich kümmere mich inzwischen um eine Wohnung. 2 Zimmer. Mit Küche und Bad. Kleiner Garten. Und ein bisschen anders eingerichtet als dieses Zimmer hier. Ja, vor allem eigene Möbel. Du, wirst du mich auch nicht vergessen. Wie kommst du denn darauf? Na... Ein Mann wie du mit eigenem Wagen in Italien? Da warten schon bestimmt einige Signorinas drauf. Sollen warten. Eines musst du mir aber versprechen. Jeden Tag eine Karte schreiben. Du tust ja gerade so, als ob ich gesagt hätte, ich fahre. Also, jeden Tag eine Karte.
wirklich ganz reizend von Ihnen, dass Sie mich mitnehmen wollen. Was heißt hier mitnehmen? Ich kann Sie gar nicht mitnehmen. Ich habe keine Insassenversicherung. Also meinetwegen müssen Sie sich nicht erst versichern lassen. Apropos versichern, das kennen Sie den. Hallo, was Treffen soll denn Sie das? Zwei Versicherungsbeamte auf einer Südseeinsel, sagt der eine. Schön ist das hier. Deswegen dürfen Sie auch aussteigen. Ja. Nun, mein Freund, hier trennen sich unsere Wege. Ja, wieso denn? Sie haben mir 50 Witze erzählt. Davon kannte ich 30 und 19 waren faul. Ja, ja, aber der eine. Was war mit dem einen? Na, der war gut. Also, wenn Sie nach Australien wollen, immer geradeaus. Und am Dienstag müssen Sie links abbiegen. Ah, apropos links abbiegen. Ein SPD-Mann und ein CDU-Mann treffen sich an einer Straßenkreuzung und sagen, hey! Jetzt fahr ich nach Italien, wo die Zitronen blühen. Und will man mich dort neppen, dann sag ich einfach kühn. Nur für ein paar Spaghetti, da wollen sie 1000 Lire. Da krieg ich ja zu Hause ein ganzes Schwein dafür. Herr Meier, Herr Meier, wer hätte das gedacht? Herr Meier, Herr Meier, das haben Sie gut gemacht. Bei meiner letzten Reise kam ich auch nach Paris. Die Stadt ist ja tatsächlich ein Sündenparadies. Sogar die Mona Lisa, die lächelte kokett. Doch nicht mit mir, ich legte mich mit einem Buch ins Bett. Herr Meier, Herr Meier, wer hätte das gedacht? Herr Meier, Herr Meier, das haben Sie gut gemacht. Ich ging in einen Zirkus, die Tiere anzusehen. Doch ehe ich mich umsah, war das Malheur geschehen. Ein wild gewordener Tiger brach aus dem Käfig aus. Ich sagte, komm mein Hundchen und nahm ihn mit nach Haus. Herr Meier, Herr Meier, wer hätte das gedacht? Herr Meier, Herr Meier, das haben Sie gut gemacht. Ich war auch mal in Texas, das war vielleicht ein Ding. Als ich dort Poker spielte, mit drei Boys aus Sing Sing. Der Colt lag bei den Karten, der Stärkste hatte recht. Doch was die drei nicht wussten, auch mein Geld war nicht echt. Herr Meier, Herr Meier, wer hätte das gedacht? Herr Meier, Herr Meier, das haben Sie gut gemacht. Ich fuhr nach Madagaskar auf einem alten Schiff. Am Kap der guten Hoffnung, da lief es auf ein Riff. Die Mannschaft und die Ratten ertranken, doch ich schwamm ganz ruhig und gemütlich zurück nach Rotterdam. Herr Meier, Herr Meier, wer hätte das gedacht? Herr Meier, Herr Meier, das haben Sie gut gemacht. Und eines Tages fliege ich sicher auf den Mond, denn der ist ja bekanntlich noch immer unbewohnt. Und kommt dann per Rakete ein Mann aus USA, dann sage ich, sorry Mister, ich war schon früher da. Herr Meier, Herr Meier, wer hätte das gedacht? Herr Meier, Herr Meier, das haben Sie gut gemacht. Herr Meier, Herr Meier, wer hätte das gedacht? Herr Meier, Herr Meier, das haben Sie gut gemacht. Wenn ich mir eine Frage erlauben dürfte, Mr. Stone. Psst, leise. Gedenken Sie noch lange zu angeln? Wir haben doch hier noch nie einen Fisch gefangen. Weder hier noch sonst wo haben wir einen Fisch gefangen, Robert. Allerdings. Dabei gibt's hier doch herrliche Exemplare. Man sieht sich hier rumschwimmen. Sperren immer ihre Mäuler auf, aber beißen nicht an. Was ist denn das für ein Geräusch? Ja, ich höre es, in der Tat. Und was ist es? Es handelt sich um eine Stimme männlichen Geschlechts. So, dann gehen Sie hin und sagen der Stimme, sie möge verstummen. Mein Herr,
Präsidents Ton bittet Sie mit Nachdruck, Ihre Sangeslust zu zügeln. Ich singe aber so gern. Sie verscheuchen damit die Fische? Ihre vielleicht. Meine stecken den Kopf aus dem Wasser, damit Sie besser hören können. Bei der Gelegenheit fange ich sie. Ach, die haben Sie alle hier gefangen? Haben Sie gedacht, in der Badewanne? Nicht unbedingt. Jedenfalls danke ich Ihnen für die Einstellung des Gesangs. Ach, lieber Freund, bitte seien Sie doch so freundlich und werfen Sie ein paar von Ihren Fischen dort ins Wasser. Damit Sie, mein Herr... Hä? Mr. Stone, Ihre ersehnte Ruhe ist wiederhergestellt. So? Typischer Fall von Rückfälligkeit. Guten Morgen. Sie haben ja da wunderschöne Fische gefangen. Eine Lizenz haben Sie, nehme ich an. Na klar. Keine haben ist zu teuer. Ich kann nichts machen. Ordnung muss sein. Vielen Dank. Und deshalb finde ich, wenn man schon keinen Fisch fängt, sollte man sich für einen großen entscheiden. So ist es. Wieso? Guten Morgen. 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 Würden Sie bitte so freundlich sein, mir Ihre Angellizenz zu zeigen? Robert, die Angellizenz. Ja, wir besitzen keine. Aha. Wir halten es für überflüssig, für eine völlig nutzlose Beschäftigung, um Genehmigung zu ersuchen. Das ist auch nicht wichtig. Ich muss Sie allerdings um 1000 Lire bitten. Das ist bei uns so. Los, geben Sie ihm das Geld. Ja, wir sind es nicht gewöhnt, Bargeld mit uns herumzuführen. Wir pflegen zu überweisen. Aha. Habe ich eigentlich mein Scheckbuch mit? Nein. Warum nicht? Mr. Stone, Sie haben mir vor 2 Jahren, es war in Australien, ich erinnere mich noch ganz genau, für alle Zeiten und Länder verboten, bei sportlicher Betätigung schnöden Mammon mitzuführen. Ja, warum eigentlich? Um dem Zwecke wahrhafter Entspannung ungestört dienen zu können. Ja. Na, geben Sie mir Ihre Adresse, wir werden das Geld überweisen. Nein. Was heißt nein? Was heißt nein? Sie trauen uns wohl nicht, ha? Nein. Wissen Sie denn nicht, wer dieser Gentleman ist? Das ist mir völlig gleich. Mit diesem Wagen sind Sie 1, 2, 3 über die Grenze und ich bin reingefallen. Das platzt mir aber bald dieses und jenes. Wegen lumpiger 1000 Lire wollen Sie mich verhaften? 2000 Lire, Sie fischen ja schon wieder. Hören Sie mal, ich kann angeln, wo und wie lange ich will, verstehen Sie? Und wenn Sie sich mit dem Hinterbein auf den Kopf stellen, mit dem Hinterkopf auf die Beine stellen. 3000. Robert, verstehen Sie sich hier so rum? Befreien Sie mich von diesem Sonderling, ja? Geben Sie mir schon die läppischen 3000 Lire, egal von wo. Gestatten Sie eine erneute Störung. Es tut uns leid, dass wir Sie vorher etwas unhöflich behandelt haben. Wir? Mr. Stone und ich. Im Grunde hat uns Ihr Gesang sehr viel Freude gemacht. Irgendwie hat er uns sogar an Caruso erinnert. Sie wollen doch was von mir? Ja, da ist nämlich ein Polizist. Aha. Keine Angellizenz? So ist es. Und jetzt fehlt Ihnen das nötige Kleingeld? In der Tat. Also wie viel brauchen Sie denn? 5000 Lire. 5000 Lire? Mhm. Ganz schön. Ich helfe ja gerne einem Fischerkollegen aus. Aber wie kriege ich das wieder? Oh, ich bitte Sie, wir sind Millionärs. Wohin kann ich Ihnen das Geld überweisen? Überweisen dürfte Ihnen schwerfallen. Wie Sie sehen, hat meine Villa noch keine Hausnummer. Ach so. Vielleicht dürfte ich Sie dann bitten, den Betrag morgen im Laufe des Tages in der Villa Stone abzuholen. Dürfte ich Ihnen hier unsere Karte überreichen? Sie dürfen. Petri, danke. Robert, ich habe es inzwischen auf 5000 gebracht. Selbstverständlich, aber mehr war nicht zu beschaffen. Aber eine arme Gegend hier, ne? In der Tat. Ich bitte Sie daher, Mr. Stone, das Vergnügen für heute zu stoppen. Auf Wiedersehen. Auch das noch. Oh. Sehr hübsch. Tratala con cariño, que es mi persona. Cuéntale mis amor, bien de mi vida. Corona las desflores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que viente conmigo, chinita.
ma donde vivo io? Ai chinita che si, ai che dame tu amor, ai che viente conmigo chinita, a donde vivo io. Einst zum Raube empörte mich, fliegt eine weiße Taube zu dir hierher. Lasse sie ohne Säumen zum Fenster ein. Mit ihr wird meine Seele dann bei dir sein. Auf Matrosen, oh hey, auf Matrosen, oh hey, in die wogende See. Schwarze Gedanken, sie wanken und fliehen, geschwind uns wie Sturm und Wind. Auf Matrosen, oh hey, schwarze Gedanken, sie wanken und fliehen, geschwind uns wie Sturm und Wind. Der Lieferantenaufgang ist hinten. Petri Heil! Ach, der Herr! Wie war doch der Name? Meier! Einfach Meier! Ich komme wie verabredet. Natürlich! Wir haben nur leider wie immer eine Party. Würden Sie freundlicherweise etwas warten? Gern! Ich bin Sylvia Stone. Wie geht's Ihnen? Danke. Ich bin Fritz Meier und es geht mir gut. Das ist Rex Consolini und es kann passieren, dass ich ihn heirate. Gratuliere. Vielen Dank. Corinna, Bob, Ma. John, Renate. Hallo. Jo, ich bin Jo. Hallo. Sie sind wohl ein Freund von Daddy? Nein, ich habe Ihnen nur ein bisschen Geld geliehen. Oh, sieh mal an, ein Geschäftsfreund. Dann ist es ja wirklich eine Freude, Sie kennenzulernen. Wieso? Endlich mal ein Geschäftsfreund von Daddy, der auch zu uns passt. Komm her, redet hier nicht so viel, das könnt ihr euch alles drinnen erzählen. Hurra! Hurra! Ja! Hurra! Ach, Kinderchen, ihr seid schon da und ich bin noch gar nicht angezogen. Mir fehlt ja noch der Hut. Ja, wir sind die High, die High Society. Wer Boys und Girls, Rolls Royce und Yacht, wer das nicht hat, wird ausgelacht. Wir tun nie, was andere tun, was denken sie? Man spricht von Sex, von ich Sex und hat zum Glück noch nen Komplex. Immer noch früh genug sprechen. Bei denen langweilen sie sich doch zu Tode. Bei uns ist doch wenigstens was los. Schlaf gemacht? Schon wieder. Dabei tanzt sie doch erst 19 Stunden. Wir versuchen nämlich, den Rekord zu brechen. Welchen Rekord? Den Weltrekord. Wenn wir ihn brechen, geht's durch die ganze Presse. Mein Gott, ist das sensationell. Ich bin ja so aufgeregt. So eine Dauerparty ist doch fabelhaft, finden Sie nicht? Ganz meine Meinung. Was ist denn das, eine Dauerparty? Eine Dauerparty? Eine Dauerparty ist eine Party, auf der dauernd eine Party stattfindet. Sehr logisch. Ja, wir haben mehrere Tanzpaare. Ein Paar muss immer tanzen. Zur Sicherheit tanzt noch ein zweites Paar, damit keine Pause entsteht, wenn mal jemand zusammenbricht. Es ist fantastisch. Sie haben aber Sorgen.
Kinder, wo bleibt ihr denn? Rex, Champion vom letzten Jahr. Und dabei mussten wir ihn zum Schluss künstlich ernähren. Das müssen Sie sich ansehen. Viel Vergnügen, aber ohne mich. Na bitte, wenn Sie das nicht interessiert. Mich interessiert nur eins, mein Geld wiederzukriegen. Geld ist immer gut. Komm schon. Ja, wir sind die High-Society. Bei Boys und Girls, Rolls und Yacht. Wer das nicht hat, wird ausgelacht. Ich bat Sie doch draußen zu warten. Ich konnte bis jetzt noch nicht mit Mr. Stone sprechen. Hallo. Na, da sind Sie ja endlich. Wo waren Sie denn so lange? Nun bitte ich Sie, sehen Sie, ist dieser Hut nicht hinreißend? Naja, ich meine, das Gesicht müssen sich wegdenken. Aber das ist doch ein Einfall. Perlen und Brillanten auf der Hutkrempe, ne? Und der Pummel hier hinten ist direkt aus Paris. Sagen Sie, war die Party vorgestern Abend nicht reizend? Bestimmt, ja. Nur ich war gar nicht da. Nur sehen Sie, ich wusste doch, dass ich Sie irgendwo nicht gesehen hatte. Aber jetzt sind Sie da. Und das ist die Hauptsache. Und nun bleiben Sie bitte, bitte recht, recht lange. Wir haben ja so viel leere Zimmer. Aber mich müssen Sie jetzt entschuldigen. Ich muss für meinen Bruder etwas Medizin beschaffen. Oh ja, ich bin immer als Krankenpflegerin unterwegs. Das ist meine Lebensaufgabe. Und das muss ein Mensch ja schließlich haben, nicht? Bye, bye, bye. Und schlau war das Biest. 3 Tage lang schwamm es immer um meine Angel rum. Aber gestern Morgen... Ich erzähle gerade, ich habe gestern im Hafen einen Fisch gefangen, der war 1672 Gramm schwer. So ein Bursche. Donnerwetter. Mhm. Kann man den mal sehen? Ja, zeigen Sie doch mal her, das Ding. Wenn es nicht gerade zum Ausstopfen ist. Aufgegessen, Doktorchen. Gleich an Ort und Stelle gegrillt. Ja, ja, als Arzt kann ich nur sagen, es ist gut, von Zeit zu Zeit Fisch zu essen. Ja? Entschuldigen Sie, mein Name ist Meier. Ich komme wegen meines Geldes. Was für Geld? Was ich Ihnen geliehen habe. Sie mir? Aha. Hören Sie, ich leihe den Menschen Geld, junger Mann. Verzeihung, Mr. Stone, ja? Es handelt sich um die kostenpflichtige Verwarnung für nicht gefangene Fische. Ach so. Muss das gleich sein? Ich möchte nicht noch länger auf mein Geld warten müssen. Ich tue Ihnen eine Gefälligkeit und... Ja, was? Sie kriegen Ihr Geld, regen Sie sich nicht auf, wegen so einer Lappalie. Ja, für Sie vielleicht. Jellico! Mein Sekretär ist wieder nicht da. Van Straten. Meier, angenehm. Sie sind Finanzier? Wie kommen Sie denn darauf? Ich war unfreiwilliger Zeuge Ihres Gesprächs mit Präsident Stone. Er schuldet Ihnen Geld. Ja, so kann man es auch nennen. Er war vorübergehend nicht flüssig, ein winziger Betrag. Oh nein, ich weiß, wie stark Stone ist. Da kann von einem kleinen Betrag wohl kaum die Rede sein. Würde mich freuen, wenn Sie mich demnächst besuchen wollten. Ich glaube, ich habe was für Sie. Hallo, Mr. Meier! Hallo, Mr. Meier! Oh, hallo. Verzeihen Sie die Verspätung, aber schon bin ich zur Stelle. Mr. Stone, Sie haben mich rufen lassen. Sie merken auch alles. Entschuldigen Sie, aber Ihr Fräulein Tochter hat mich mit Beschlag belegt. So, bist du denn etwa mittanzen bei der Dauerparty? Nein, ich bin nur in der Jury und habe mich deshalb um alles zu kümmern. Ach, Sie müssen sich kümmern. Schlafen werden Sie wahrscheinlich, wie ich Sie kenne. Mitnichten, mitnichten. Mit wem? Ach, ich meine, Ihr von einer Tochter hat mich völlig mit Beschlag belegt. Was wollen Sie eigentlich hier? Ich nichts, Sie haben mich gerufen. Ha! Jetzt weiß ich auch. Ja. Nee, jetzt habe ich es vergessen. Sie reden einen Blödsinn zusammen, wissen Sie, ich kann mich ja gar nicht konzentrieren. Ja, ich wollte Ihnen an sich nur einen konzentrierten Bericht über ein gegenwärtiges Tätigkeitsfeld geben. Ah ja, ja. Ich brauche 5.000 Lire. In welcher Form? Nur in dieser länglichen Form, wie die Lire nun mal sind. Ach, Sie meinen in bar? In bar, jawohl. Das tut mir immer leid. Was, ich denke, Sie haben 1 Million heute abgehoben. Ja, die waren in 10 Minuten weg. 500.000 brauchte Ihre Schwester für Partyspesen. 300.000 hat sich Herr Van Straten geliehen. Und der schäbige Rest? Den schäbigen Rest von 200.000 Lire braucht Ihr von einer Tochter für Nagellack oder Hüte. Ich weiß es nicht genau, aber wenn ich Ihnen, wenn Sie persönlich aushelfen darf, hier sind 10.000 Lire. Hier sehe ich. Ja. Robert? Mr. Stone? Hier, geben Sie das dem Kerl. Und lassen Sie in Zukunft weder Hinz noch Kunz ins Haus. Verzeihung, aber das gnädige Fräulein hat er mit da reingebracht. Ei, sieh mal einer, guck. Dieser Lachs ist wirklich ausgezeichnet. Der kommt soeben frisch aus England mit dem Flugzeug. Der arme Stone. Er darf ihn bezahlen, aber nicht essen. Warum? Er ist nicht gut für seine Gesundheit. Verzeihung, dürfte ich Sie einen Moment sprechen? Ja, bitte. Entschuldigung. Damit dürfte die Angelegenheit wohl erledigt sein. Das sind ja 10.000 Lire. Die kann ich im Moment nicht wechseln. Wir haben es leider nicht, Kleiner. Und außerdem spielt das bei Mr. Stone gar keine Rolle. Glauben Sie, ich nehme Trinkgelder? Ja.
Dieser Begriff trifft auch Sie nicht zu. Es war uns ein Vergnügen. Leben Sie wohl. Ich hab mir davon. Jetzt kann ich auch noch wechseln. Willkommen daheim. Sieh mal an. Ausgerechnet Sie. Ja. Schon mal was von Zeltfriedensbruch gehört? Sind Sie platt, was? Apropos platt. Trifft die Eckberg eine englische Kollegin ich, und sagt... Kenn ich. Also, was wollen Sie hier? Ich habe auf Ihre Klamotten aufgepasst. War nicht notwendig. Hier klaut keiner. Haben Sie eine Ahnung? In der Hochsaison ist allerlei fremdes Volk unterwegs. Ja, per Anhalter, mit faulen Witzen. Ah, ist ja nur für eine Übernachtung. Morgen muss ich sowieso weiter. Sie sind eine Type. Welche Sorte Student sind Sie eigentlich? Ich bin Maler, Kunstmaler natürlich. Ich habe gerade meine ockergelbe Periode. Was haben Sie? Meine ockergelbe Periode. Einen Knall haben Sie. Oh ja, und trotzdem finde ich es recht gemütlich hier bei Ihnen. Und ich wäre heilfroh, wenn Sie Ihr Bungalow heute mit mir teilen würden. Ich denke gar nicht dran. Schlafen Sie doch im Freien, da haben Sie mehr Platz. Und damit decken Sie sich zu. Ich danke Ihnen sehr. Aber hier, für Sie habe ich was. Präsident Stone, Villa Letizia. Na und? Der Mann ist Millionär und ein ganz bekannter Sammler. Ach, und was sammelt der? Verrückte. Dem Manne kann geholfen werden. Danke, alles klar. Gut geschlafen? Wenig, aber tief. Und Sie? Wie haben Sie die erste Nacht unter unserem Dach verbracht? Ich habe nicht unter Ihrem, sondern unter meinem Dach geschlafen. Geben Sie mir doch mal Ihre Hand. Nehmen Sie das Handtuch. Rotieren Sie mir den Rücken. Nicht so kräftig. Oh la la, Sie platzen ja vor Energie. Hinter den Ohren sind Sie noch nicht ganz trocken. Aber das machen Sie wohl besser selber. Ciao. Morgen. Was, Sie sind noch da? Haben Sie Ihr Geld nicht bekommen? Doch. Was wollen Sie noch hier? Ihnen den Rest zurückbringen. Sie müssen mich nicht für dümmer halten, als ich schon bin, ja? Sie haben ein Auge auf meine Tochter geworfen. Jetzt sage ich Ihnen, jetzt nehmen Sie Ihr Auge gefälligst wieder an sich und verschwinden Sie. Na, Sie sind ja genauso eingebildet wie Ihre Tochter. Die kann mir... Vorsicht, junger Mann, ja? Gestohlen kann sie mir bleiben. So, das geht noch. Aber da unten am Swimmingpool, da sah es aber ganz anders aus. Jetzt reicht's mir aber. Hier sind Ihre 5000 Lire und Ihre Tochter, die können Sie gerne in den Hut stecken. Sauerparty, Weltrekord. Na, da lachen doch die Hühner. Was sind das eigentlich für Töne? Wie reden Sie von meiner Tochter, hm? Das ist doch wahr. Ich wette, die kann doch nicht mal einen Knopf annähen oder sonst irgendwas. Ja, die Wette haben Sie gewonnen. Aber dafür kann sie repräsentieren. Was sind das für eine Tarifgruppe? Haben Sie eigentlich schon gefrühstückt? Nein, aber... Warum sagen Sie das nicht gleich? Bitte nehmen Sie Platz, wir sind ein gastfreies Haus, bitte.
Eigentlich war es ja eine Unverschämtheit, wie Sie von meiner Tochter gesprochen haben. Aber Sie haben völlig recht, sie kann wirklich keine Knöpfe annähen. Naja, und wozu soll sie auch Knöpfe annähen? Ich bin vielfacher Millionär. Gratuliere. Danke sehr. Und außerdem bin ich unter anderem Hauptaktionär der kanadischen Eisenbahn. Und zwar hatte ich meine erste Million schon so in Ihrem Alter, so mit 28 Jahren, ne? Und jetzt frage ich Sie, Herr, wie heißen Sie? Meier. Herr Meier, haben Sie auch eine Million? Nein. Hm? Sind Sie auch Hauptaktionär der kanadischen Eisenbahn? Nein. Was haben Sie dann? Ich habe 2800 D-Mark auf der Bank und eine VW-Aktie. Und davon wollen Sie meine Tochter ernähren? Zum Teufel, ich habe nicht die Absicht, Ihre Tochter zu ernähren. Hm? Und außerdem bin ich verlobt.